Arduino-Fotowiderstand. I graduated magna cum laude. What does that mean? Still stuck paying Sally Mae the next 16 years of my life. Was wir brauchen: einen Fotowiderstand, am besten mit 10 Kilo Ohm, einen Arduino. Ich nutze hierbei ein Arduino Nano. Ein Widerstand, ich empfehle hierbei 10 Kilo Ohm. Ein Breadboard. Zwei Jumper Wire. Und ein USB-Kabel für den Arduino. Zuerst nehme ich das Breadboard und stecke den Arduino hinein. Nun stecke ich auch noch den Fotowiderstand ins Breadboard. Der eine Pin wird mit dem Widerstand am Ground vom Arduino verbunden. Zusätzlich kommt an denselben Pin noch ein Jumper Wire, welches mit dem Pin A0, also analog 0, verbunden wird. Der andere Pin des Fotowiderstandes wird mit 5 Volt vom Arduino verbunden. Nun können wir den Sketch per USB auf den Arduino hochladen. Im Sketch wird der analoge Pin 0 ausgelesen und die Daten im Serial Monitor angezeigt. Nachdem das Sketch hochgeladen ist, kann man im Serial Monitor die Daten sehen. Wenn ich nun mit einem Leuchtmittel gegen den Sensor scheine, erhöht sich die Zahl im Serial Monitor. Decke ich den Fotowiderstand ab, so wird die Zahl geringer. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, gebt doch bitte einen Daumen hoch, kommentiert das Video und teilt es mit euren Freunden.